abstract. Yeah, it's complicated what you say, the way you act. Well, it makes me so confused. I don't know what to do anymore. Can't you just make up your mind? Hallo, ihr lieben Zuschauer, seid herzlich gegrüßt hier im Studio Floristik24. Ich zeige euch heute eine tolle Boho-Wanddeko. Seid ganz gespannt, wie immer gibt es auch was zu gewinnen. Jetzt stelle ich euch die Materialien vor, die ihr braucht, um das Werkstück schön nachzuarbeiten. Ich habe hier einen Filz, eine Steckmassekugel, Trockensteckmasse. Wir brauchen Pappe, am besten in einer runden Form. Palmspeer, das sind also getrocknete Palmwedel. Ein Naturbastraffia sozusagen. Toller Eukalyptus. Verschiedene getrocknete Gräser und Lunaria. Alles das, was ich hier im Video verarbeite, findet ihr zusammengefasst unten in einem Link. Da kommt ihr direkt in den Online-Shop. Diesen Naturbast, den schneide ich mir, beziehungsweise habe ich das schon vorbereitet, schneide ich mir in Stücken, weil ich die fransenartig auf die Pappe klebe. Das heißt, ihr könnt das wirklich aufwickeln, weil ihr bekommt das als großes, ja, Paket geschickt. Man kann damit Geschenke einpacken oder halt diese tolle Deko gestalten. Ja, einfach mit einer normalen Papierschere könnt ihr das super zurechtschneiden. Das habe ich schon mal vorbereitet. Schaut mal. Von der Länge her, jetzt in diesem Fall für diese Pappgröße, ihr könnt es natürlich in verschiedene Längen gestalten und arbeiten. Guckt mal länger als meine Hand, ne? Anderthalb mal so lang, würde ich jetzt einfach sagen. Habe ich mir das vorbereitet, habe mir eine Pappunterlage zurechtgeschnitten und da klebt ihr das einmal auf, eine Runde ringsrum. Und wenn ihr euch genügend Stücke zurechtgeschnitten habt, dann verteile ich so ein bisschen Heißklebe auf der Pappunterlage. Und da müsst ihr wirklich ein bisschen vorsichtig vorgehen, dass ihr euch nicht verbrennt. Und dann einfach wirklich so ein bisschen Bast verteilen und das dann wirklich ringsrum gut aufkleben. Und natürlich auch die Winkel beachten, wie ihr das anlegt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie lang meine Hand ist, ich habe mal gemessen, von der Fingerspitze zu meinem Handgelenk sind 17 cm, ne, damit ihr ein Größenverhältnis habt. Denn jeder hat ja eine andere Handlänge. Nur ich nehme meine wirklich unterwegs, auch wenn ich was messen muss und nichts dabei habe, weiß ich das und messe damit immer ab. Schaut mal, jetzt wirklich ringsrum die ganzen Sachen aufkleben und auflegen. Und dann ist es ja schön, wenn ein bisschen, ja, das mehrschichtiger wird. Und da habe ich mir überlegt, wie befestige ich das denn am Ende? Das zeige ich euch gleich, damit ihr nicht wirklich Schicht für Schicht kleben müsst. Also wirklich ringsrum eine Schicht gut ankleben. Dann sieht das so aus. Und ich habe das vorbereitet. Schaut mal, ganz fleißig, ganz viel Bast aufgebracht und angeklebt. Und damit die zweite und dritte Ebene auch gut hält, haben wir uns ausgedacht, dass wir den Wellenring hier integrieren und feststecken mit Draht. Ich habe also vier Steckdrähte eingearbeitet in die Pappe, habe das durchgesteckt und hinten verdreht. Und so hält das ganz gut fest. Denn wenn ihr schon mit Wellenringe gebastelt habt und vielleicht einen übrig habt, könnt ihr den gleich super dafür verwenden. Und dann könnt ihr natürlich, um das wirklich perfekter zu machen, noch mal ein bisschen mit der Bandschere diesen Raffia-Bass in Form bringen. Das sieht doch schon mal jetzt schön aus, obwohl es noch gar nicht ganz fertig ist. Brauche ich wieder ein bisschen Platz. Das Filzband brauche ich ganz zum Schluss, beziehungsweise nicht zum Schluss, sondern hier unten drunter, um das einfach sauber abzuschließen, damit die Drähte vielleicht da nicht an der Wand oder an der Tür kratzen. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, wenn ihr zusammensitzt mit euren Freundinnen oder mit eurem Mann und der hat eine tolle technische Idee, wie ihr den Bast befestigen würdet, dann schreibt uns das doch einfach in die Kommentare. Da kann man so ein bisschen gemeinsames Brainstorming machen. So, ist das gut abgedeckt. Und jetzt kommen wir zu der Steckmassekugel. Die halbiere ich mir. Ich habe bewusst eine Trockensteckmasse gewählt, weil die einfach stabiler ist. Und für den Eukalyptus, der ja
zum Beispiel metallische Stäbe hat, einfach stabiler ist und wir die reinstecken und die fester da drin halten. Klebt ihr euch die Steckmassekugel schön fest. Das verbindet sich gut mit dem Material. Und dann könnt ihr noch einen Tongingstab integrieren, der das Ganze festhält. Wackelprobe. Schaut mal, so ist es schön fest. Die Palmsperrblätter schneide ich mir ein Stückchen kürzer, arrangiere die ringsrum, stecke die also in die Steckmasse ein. Dann schneide ich mir die Eukalyptuszweige auch zurecht, stecke die alle sehr schön in diese Kugel ein und dann auch die Gräser dazu. Und dann habt ihr ein tolles Deko-Element. Hier habe ich große und kleine, die ich mit reinarbeiten werde. Und die dürfen auch gerne ein bisschen drüber schauen. Schaut mal, und wenn man solche Sachen einarbeitet und steckt, dann denkt man sich immer in der Mitte einen Mittelpunkt und zu dieser Mitte steckt man die Stiele ein, damit das wirklich schön symmetrisch gearbeitet werden kann. So, schaut mal, das ist sozusagen die zweite Schicht mit den schönen Palmblättern. Jetzt habe ich hier verschiedene getrocknete Gräser. Das dicke Ding wollte ich gerade sagen, der dicke Puschel, den kann ich mir super teilen. Und stecke auch diesen gefühlt immer zu dieser Mittellinie hin und verteile das ringsrum. Hier überall die schönen Sachen verteilt. Die Hirse ist mit drin, die kleinen Lunaria, also die Silberlinge, der schöne Eukalyptus, der immer noch total angesagt ist. Und jetzt vollende ich das tolle Werkstück, indem ich auch noch diese getrockneten Gräser so ein bisschen dazwischen setze, dass dieser Bast-Look nochmal verstärkt wird im oberen Bereich, dass das wirklich einen sehr schönen harmonischen Übergang findet. Und dann finde ich, macht das total tolle, so ein bisschen Urlaubsstimmung, oder? Ein bisschen so Karibik-Flair oder Hawaii. Ich könnte mir vorstellen, wer dann abends schon ein bisschen ja, eine heimelige Stimmung haben möchte, vielleicht noch irgendwie so eine Lichterkette mit integriert. Das kann ich mir auch total spannungsreich vorstellen. Schaut mal, richtig schön. Für die Wanddeko noch eine passende Aufhängung drauf. Gearbeitet und schön könnt ihr es auch hinhängen. Super schön, es gefällt mir selber total gut. Sowieso die Naturtöne mit den grünen, blaugrünen Tönen kombiniert. Richtig schön. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr unser Werkstück findet. Denn unter allen Kommentaren verlosen wir dieses tolle Werkstück und auch drei Floristik 24 Ideenmagazine kommen zu euch nach Hause. Ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Für unser Werkstück, für unser Video sowieso. Schaut in andere Videos rein, empfehlt uns Freunden weiter, bastelt fleißig los. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald, eure Franzi. So, ich schneide hier noch ein bisschen die langen Spitzen ab. Und wenn ihr noch andere tolle Boho-Gestaltungsideen haben wollt, schaut mal hier in das Video rein. Da gestalte ich für euch ein tolles Windlicht. Und auf der Seite könnt ihr unseren Kanal abonnieren.